Juhu, Raketen, wie geht es euch? Wie war eure Woche? Ich bin eben aus dem Wellness Valentins 9 Jahre mit Christian zusammen Kurzurlaub-Dings wiedergekommen und wollte unbedingt jetzt noch ein TGIF für euch aufzeichnen, damit es auch ja morgen um 15 Uhr kommt, weil ja diese Woche keine Videos kamen, weil wir ja diese Woche Familienwoche gemacht haben und auch nächste Woche und die halbe übernächste Woche, also quasi den ganzen Februar noch. So viele von euch schreiben immer so, okay, keine Videos, ist in Ordnung, aber bitte freitags TGIF um 15 Uhr, das wäre ganz großartig. Deshalb hier gerade frisch aus dem Wellness-Dings eben wiedergekommen. Nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich alle Kommentare auch wieder durchgelesen unter dem letzten TGIF. Ich konnte jetzt für heute nichts vorbereiten, also keine Kommentare oder so rausschneiden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das an der Stelle. Aber ich habe alles in meinem Kopf gespeichert. Ich weiß alles, was ihr geschrieben habt. An der Stelle vor allem vielen lieben Dank an all diejenigen, die Feedback zu unserer Eingewöhnungsproblematik, nenne ich es jetzt mal, geschrieben haben und vor allem, also ich muss sagen, da war ja wirklich, ich hatte ja schon so ein bisschen Befürchtung, es ist ja immer so, wenn man so zum Thema Kind und Baby und Kindererziehung und überhaupt, wenn man da so ein bisschen was rausbrüllt in die Social-Media-Welt, dass da manchmal auch komische Sachen zurückgebrüllt werden, aber das war überhaupt nicht so. Ihr habt mit so viel Respekt und so viel Verständnis und so viel Know-how auch reagiert, also es sind ja ganz viele von euch, die ja tatsächlich auch Erziehungswissenschaften oder Pädagogik oder irgendwas in die Richtung studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben, also Dankeschön da auch für eure Erfahrungen. Und ich muss ehrlich sagen, es war auch so, dass diejenigen, die geschrieben haben, von wegen, ey, überleg dir das nochmal, ob du nicht besser die Eingewöhnung machen möchtest, dass die bei mir schon auch so dieses, ja, ihr habt da bei mir sowas ausgelöst, wo ich mich auch gefragt habe, ist das vielleicht im Endeffekt auch nachhaltiger? Ist es, klar, mit Jen erstmal der einfachere Weg, so eine Eingewöhnung zu machen, aber vielleicht ist es auch wirklich wichtig, dass Nikolas das an der Stelle auch wirklich lernt, sich von mir mal zu lösen. Und vielleicht war das auch mit der Tagesmutter, vielleicht, ich meine, da waren ja noch so ein paar andere Situationen, die ich euch ja jetzt hier so in der Öffentlichkeit nicht erzählt habe, aber vielleicht hat das auch, war das auch mit so einem Grund, weswegen diese Eingewöhnung vielleicht nicht funktioniert hat, weil ihr ja auch geschrieben habt, so Kinder haben ganz feine Antennen und das sind ja teilweise auch nur so Nuancen, die man als Erwachsener vielleicht empfindet, wo man sich denkt so, irgendwie komisch, aber vielleicht hat er das schon gespürt damals und vielleicht hat deswegen die Eingewöhnung nicht geklappt und vielleicht sollte ich dem Ganzen wirklich eine zweite Chance geben und einfach mal schauen, was da auf uns zukommt und diesen Weg wirklich mit ihm gemeinsam gehen, um hinterher vielleicht dann auch so eine gefestigtere Situation zu haben. Wisst ihr, wie ich meine? Naja, also auf jeden Fall vielen Dank. Also auch diejenigen, die geschrieben haben, so ja komm, mach das mit Jen, wenn du das Gefühl hast, es passt. Und vor allem auch diejenigen, die geschrieben haben, egal was, es gibt kein richtig oder falsch, hör auf dein Bauchgefühl. Nur du wirst wissen, was da jetzt genau das Richtige für dich und für Nikolas und für die Familie und überhaupt ist. Dann habt ihr auch ganz viel Feedback dagelassen zum Thema Hintergrund. Und ja, jetzt sitze ich hier auch noch total ungünstig zwischen diesen zwei, ich weiß nicht, wie nennt man das, Balken? Jetzt mal an alle Architekten, Architekturstudenten, wie nennt man diese Dinger hier? Keine Ahnung, Streben, ja, ich weiß es nicht. So, jetzt sitze ich hier auch noch genau dazwischen. Ich würde mal sagen, ein Drittel von euch findet das total cool hier, wie das so ist. Zwei Drittel von euch finden es nicht so toll. Ein paar haben geschrieben, nee, das ist mir alles viel zu hell, zu überbelichtet. Das Witzige ist, ich habe ja meine Kamera immer in der gleichen Lichteinstellung. Also ich habe das jetzt hier für diese Situation nicht verändert, sondern ich habe einfach so voll unprofessionell die Kamera hingestellt, gleiche Blende etc. Und ja, dadurch, dass jetzt natürlich von hier Licht kommt, von da Licht kommt, von da Licht kommt, das kommt von allen Seiten Licht, war das letztes Mal natürlich schon sehr hell, da ja auch die Sonne schien. Heute ist es so ein bisschen bewölkter, ich bin mal gespannt, wie das gleich aussehen wird. Es kommt ja auch noch hinzu, dass ihr seht ja das Video quasi auch zum ersten Mal. Ich sehe es nachher auch zum ersten Mal also auf meinem Monitor, wenn ich das dann schneide. Also ich mache ja nicht Probeaufnahmen, sollte ich vielleicht mal machen. Aber ich mache keine Probeaufnahmen und schneide es dann, sondern ich nehme hier ein gesamtes Video auf und dann lasse ich mich hinterher überraschen, was ich so fabriziert habe. Und ja, letztes Mal war es in der Tat sehr hell. Was mir hier auch nicht gefällt, ich finde es noch nicht gemütlich. Also ich hatte ja letztes Mal, ich wollte ja anfangen, euch zu erzählen, was mir jetzt hier nicht gefällt, aber ich wollte dann euer ungefiltertes Feedback und vor allem auch unbeeinflusstes Feedback, also ohne, dass ihr eben meine Meinung hört. Und ich glaube auch, es fehlt auf jeden Fall eine Pflanze. Ich glaube, es wäre auch schön, einen Sessel irgendwie zu haben. Diese dunklen Dinger da, die gefallen mir auch nicht so wirklich, ne? Aber ich möchte auf jeden Fall einen anderen Hintergrund haben, als den Hintergrund, den ich ja für meine Montags- und Mittwochsvideos habe. Ich finde, TGIF sollte immer so ein bisschen losgelöst davon sein und darum muss ich noch überlegen. Also ihr müsst mit mir jetzt den Weg einfach wieder mitgehen und jetzt sitze ich heute hier wieder und wahrscheinlich sagen wieder viele so, ist aber ungemütlich. Aber
Tut mir leid, Leute. Das ist alles ein Prozess. Es ist ein langsamer Weg. Und wahrscheinlich habe ich, kurz bevor wir dann wieder umziehen werden, habe ich dann das Perfekte gefunden, auch für diese Situation hier. Aber jetzt momentan müssen wir da einfach durchgehen. Diese ganze, warum es hier so halt, Nummer liegt einfach daran, dass das Arbeitszimmer auch noch nicht fertig ist. Also das hier ist ja hier so diese obere Ebene, auf der ich sitze. Wir haben wahnsinnig hohe Wände, dadurch halt es hier natürlich auch alles sehr schön. Und ich habe den Teppich auch noch nicht ausgerollt. Das kommt auch noch dazu. Wir haben auch noch keine Bilder an der Wand hängen. Also wir sind hier noch nicht fertig. Es ist zwar alles ausgepackt soweit, aber was so die ganze Deko angeht oder um es überhaupt so richtig gemütlich zu machen, da sind wir jetzt einfach noch dran. Und ja, auch da hoffe ich, dass ihr jetzt einfach geduldig seid und mit mir da diesen Weg mitgeht. Und ich das dann gemeinsam dann auch irgendwie mit euch dann erarbeite und dann eben auch sehe, wie da euer Feedback dazu ist. Überhaupt bin ich auch gerade wieder so ein bisschen in der Phase von, wie geht es hier auf dem Kanal eigentlich weiter? Es ist für uns natürlich auch irgendwie schwierig, dadurch, dass wir jetzt nicht so viel Privates jetzt zeigen und wenn dann eben immer nur so kleine Einblicke, habe ich auch das Gefühl, es ist für mich wirklich schwierig, so Content auf diesem Level in dieser Frequenz und in der Qualität auch für euch weiter zu produzieren. Und da bin ich momentan auch so ein bisschen in dieser Findungsphase, was könnte ich hier eigentlich noch machen, was für euch einen Mehrwert bietet und was mir auch Spaß macht. Und da hat ein Kommentar eben total super gepasst von der Janni Lin, die hat mir nämlich auf Instagram geschrieben: Hallo du, ich kommentiere so gut wie nie, aber gerade ist mir klar geworden, warum ich dir so gern folge. Du hast absolut kein Bedürfnis, dich selbst darzustellen. So etwas findet man in der heutigen Zeit sehr, sehr selten. Deshalb ein großes Kompliment dafür. Du strahlst eine innere Ruhe und eine ganz natürliche Authentizität aus, weshalb du dich nicht mit anderen Dingen profilieren musst. Wahnsinn, was das für einen Unterschied macht im Vergleich zu anderen. Sympathie, Daumen hoch. Liebe Janni Lin, ich habe mich riesig gefreut über deinen Kommentar und noch an all die anderen, die so oft ähnliche Dinge auch schreiben. Das ist etwas, was mir wirklich unfassbar viel bedeutet, weil man sieht natürlich hier auch auf Instagram oder YouTube, welche Kanäle schnell wachsen, welche Bilder viele Likes bekommen. Und natürlich könnte ich auch hier irgendwie so diesen ganzen Regeln, ich nenne es mal Regeln, folgen, wie man mehr Abonnenten generiert, wie man mehr Follower generiert. Aber nach wie vor sträube ich mich eben dagegen, das zu machen. Ich habe damals mit YouTube angefangen, weil ich das eben so vom Fernsehen kenne. Ich kenne das, wenn man diesen Druck von außen hat, wenn man von außen gesagt bekommt, wie man sein muss, wie man alles perfektionieren muss, damit man eben die Masse erreicht. Und das war ja damals auch der Punkt, weswegen ich auch gesagt habe, so, ey, ich will irgendwas machen, wo ich diesen Druck nicht habe, wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich verstellen, wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss um die und die Uhrzeit posten oder kommentieren so viel wie möglich. Oder, also ich will nicht so dieses, ich will mich nicht diesem System so beugen. Ich wollte euch da so ein bisschen auf meine Gedankenreise da so ein bisschen mitnehmen, weil ich eben für mich auch überlege, okay, wie geht das hier weiter? Was finde ich hier auf diesem Kanal, was euch und mich eben gleichermaßen interessiert? Also gerade wenn man sich auch zum Thema Nachhaltigkeit Gedanken macht, dann ist es natürlich echt interessant auch zu sehen, wie Instagram ja auch funktioniert oder wie viele Produkte da auch gezeigt werden, wie viele Shopping-Inspirationen man da auch bekommt. Also jedes Bild ist ja irgendwie so, dass man sich denkt so, ah, oh, das möchte ich auch haben, ah, oh, das könnte ich auch haben, oh, hat sie das gekauft? Und auch ihr seid ja auch, dass ihr fragt, und ich kann das auch verstehen, ich bin ja genauso, ich will auch gerne wissen, woher ist die schöne Decke, wo ist der Schuh, wo ist die Hose? Aber ich denke mir halt immer so, wow, ist das eben das, was Instagram ist? Oder folge ich einfach nur den falschen Accounts? Gibt es auch tolle Accounts, wo es eben nicht um Konsum geht, sondern wo es eben vielleicht auch einfach mal um Kunst geht oder Kultur geht oder um Reisen geht, um viele andere Dinge einfach, um andere Lebenseinstellungen? Und ich glaube, ich bin... Christian und Nikolas sitzen gerade im Auto und ich habe geschrieben, sie sollen Bescheid geben, wenn sie reinkommen möchten, weil das hier dann natürlich immer so ein riesiges Halligalli ist. Also vielleicht quatsche ich auch schon wieder viel zu lange, Leute. Was habe ich jetzt hier? 13 Minuten, oh Gott. Ja, also das ist gerade so ein bisschen so meine Gedankenreise, auf der ich mich gerade befinde. Darüber habe ich mir auch die letzten 2 Tage sehr viele Gedanken gemacht. Mich würde an der Stelle einfach nur interessieren, was würde euch auf diesem Kanal noch interessieren, was tatsächlich auch nichts mit dieser Selbstdarstellung zu tun hat, wo es eben nicht darum geht, die Vlogkamera so
im privaten Umfeld die ganze Zeit mit dabei zu haben. Und mir ist es ganz wichtig, dass ihr da aber auch so differenziert wie ich auch. Also ich finde es toll, sich Inspiration zu holen. Zum Beispiel, viele haben jetzt von euch auch geschrieben, hey, du hast Nikolas Kleiderschrank so toll eingerichtet. Mach doch darüber bitte mal ein Video und erkläre mal, worauf du da geachtet hast. Also alles, was so mit Information zu tun hat, wo es darum geht, mit euch Informationen zu teilen, so Dinge aus meiner Welt, wo ich sage, hey, da habe ich gute Erfahrungen gemacht, das würde ich gerne an euch weitergeben. Sowas finde ich vollkommen in Ordnung. Ich habe auch so ein paar Ideen, die sind allerdings auch sehr zeitintensiv, sie sind kostenintensiv, weil ich glaube, das Einfachste und das Günstigste, was man eben machen kann, ist zu Hause im privaten Umfeld einfach immer die Kamera rausholen. Aber das ist halt das, was ich nicht machen möchte. Und um euch einen tollen Content zu liefern, brauche ich eben Zeit, muss ich auch Geld investieren. Und das sind dann eben auch Dinge, die dann gut überlegt werden möchten. Und darum freue ich mich da auch über euer Feedback, wenn ihr da eben auch tolle Ideen und Inspirationen für mich habt. Ein kurzes Feedback noch zu unserer Wetterraketenaktion. Eine liebe Zuschauerin hat auch geschrieben, hey, das würde doch Sinn machen, in den Kommentaren erstmal den Hashtag Wetterfee, Wetterfrosch, Wetterrakete zu schreiben, damit alle anderen sehen, hey, der hier ist wirklich dran interessiert, das Wetter einmal vorzutragen. Also würde ich euch bitten, wenn ihr Lust habt, im nächsten TGIF das Wetter zu verkünden, schreibt einmal ganz vorne in euren Kommentar den Hashtag Wetterfee, Wetterfrosch und dann natürlich auch, warum ihr gerne das Wetter einmal verkünden möchtet. Genau das hat die liebe Johanna jetzt auch gemacht. Sie hat mir ein Video mit der aktuellen Wettervorhersage geschickt und ich freue mich sehr, dass ich euch das jetzt zeigen darf. Liebe Johanna, das ist ein großer Auftritt. Liebe Nela und liebe alle anderen, das Wetter in den kommenden Tagen wird leider nicht so gut, denn in Berlin werden es nur 4 bis minus 4 Grad, in Leipzig 5 bis minus 3 Grad und hier bei mir in Koblenz 6 bis minus 1 Grad. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende. Liebe Johanna, vielen lieben Dank für das Wetter. Ich muss mal sagen, ich habe echt hübsche Zuschauerinnen, ne? Ich bin sehr gespannt, wer von euch das Wetter nächste Woche verkünden wird. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf habt. Und alle anderen bitte die Kommentare liken. Der Kommentar mit den meisten Likes wird dann im nächsten TGIF das Wetter verkünden. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ihr Lieben. Macht was draus und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächsten Freitag wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.